Rasmus. Was haben Sie denn schon wieder gemacht? Wilde Nacht gehabt hier? Das merkt man ja schon wieder durch die Betten gewälzt. Und ja, die sind kaputter als vorher. Ich kann da nicht mehr viel machen. Was wollen Sie denn? Was hatten Sie sich denn so vorgestellt? Ja, Sie müssen mich auf jeden Fall retten. So geht's ja nicht. Ja, ich glaube, also wenn wir da wirklich gesunde Haare bei rumkriegen wollen, dann müssen wir, da muss, also hier muss was ab. Die sind kaputt. Die Deckhaare sind kaputt. Ich kann Ihnen das ja mal zeigen. Also die Haarstruktur ist total porös. Am besten alles ab. Glatze. Der Trend für 2005. Also damit kann ich im Iro stehen lassen. Ja, der Iro, da bräuchte man die Deckhaare für. Und die sind ja so gerade so kaputt. Also ich meine, das können wir natürlich auch so. Wir können die so aussehen lassen, als wären die in Wirklichkeit nicht kaputt und sollen nur kaputt aussehen. Das könnten wir mit der Frisiercreme hinkriegen. Aber lassen Sie sich doch lieber gleich einen schönen Iro wachsen, erstmal alles ab. Und dann sehen wir weiter. Dann haben Sie wieder die beste Startposition für alle Frisuren. Weiß ja, du? Natürlich. Selber auch eine grundlegende Veränderung meiner Persönlichkeit. Ne? Ich denke auch. Also ich meine, dafür ist Ihr Gesicht ja zu weiblich, als dass Sie dann eine Lesbe aussehen könnten. Also das passiert schon nicht. Das passt schon. Also dann haben wir ja Kopftücher, können wir Ihnen da anbieten, die Sie da nehmen können. Also dieser Look so krebskrank und mit Kopftücher, das können wir hin. Stellen Sie sich das doch einfach mal so vor. Ohne Haare. Und wie steht man auch eigentlich? Ne? Ich finde das perfekt. Es ist nichts, was von dem Gesicht ablenkt. Es ist nichts, was irgendwie stört. Würden Sie das dann rasieren oder könnten wir das dann auch nass rasieren? Ich würde, ach, da stehen Sie drauf, Nassrasur, ne? Ja. Ich würde das jetzt erstmal ganz durcheinander kurz schneiden und den Rest dann mit dem Nassrasierer entfernen. So würde ich das vorschlagen. Ja. Dann probieren wir das mal. Ja, dann können wir ja gleich mal loslegen. Und ansonsten ist das Berückengeschäft ja auch nebenan, oder? Ja, wenn Sie meinen, also das können Sie natürlich auch machen, aber dafür kann ja auch hier noch ein bisschen was leisten. Oder wir färben alles pink. Passen Sie mal ein Sie stehen noch pink, ne? Ja, unheimlich. Ist ja jetzt auch so. Die Farbe. Dafür müssten wir erst alles komplett blondieren, dann würde ich die Strähne vorher rausnehmen, würde alles hier blondieren, dass es ungefähr auf diese blonden Strähnen kommt und dann könnte ich Ihnen diese pinkfarbene Dauertüte auftragen. Ja, das könnten wir ja erst probieren und wenn das nicht aussieht, dann machen wir die Glatze. Ja, da haben wir auch ein Angebot. Also im Moment ist die Glatze... Sollte die erste Frisur nichts werden, bekommen Sie auch eine zweite. Ja, wir haben das Angebot, wenn es nicht aussieht, kriegen Sie eine Glatze umsonst. Ja, das wäre doch, das nehme ich dann mal an. Ja, das Sparmenü. Ja, genau, das Sparmenü. Jetzt zeig's mir doch mal. Okay, wir sind. Wir, es läuft, es geht los. Ja, Rasmus, ich zeig Ihnen das jetzt mal. Das ist der Hinterkopf. Also, ne, da bin ich nicht überhaupt nicht zufrieden. Ja, ich hab's schon besser hingekriegt. Also, bei der Haarstruktur konnte ich natürlich auch nicht viel erreichen. Nee, echt nicht. Also, das möchte ich nicht. Sie möchten es nicht. Ja, dann müssen wir wirklich jetzt den zweiten Teil des Angebots wahrnehmen. Also, hatte ich Ihnen ja gesagt, Sie kommen wirklich billig bei weg. Woanders kriegen Sie das nicht für umsonst. Glatze. Können wir da nicht drüber reden? Ja, was wollen Sie noch? Was wollen Sie für eine Frisur haben? Sämtliche Kurzhaarfrisuren sind, also die gehen dieses Jahr gar nicht. Damit blamieren Sie sich nur. Aber Glatze ist das Einzige, was so einigermaßen stylisch ist. Ach, keine Hemmungen. So. Da sind überhaupt keine Haare. Ah! Das war das Kreppbein. So.